Ja, hallo, mein Name ist Tatjana Klasing und ich habe gerade beim Verkabeln gemerkt, dass ich hier einen Fleck habe. Irgendwas ist immer, ne? Aber egal, ich mache die Haare hier so ein bisschen drüber. Es geht ja jetzt nicht um mich privat, es geht ja hier um NRW. Ich habe NRW kennengelernt durch Essen. Also nicht Essen, Essen, sondern Essen, die Stadt Essen. Da bin ich lange Zeit gewesen, am Theater, sehr gerne auch gewesen. Ich kam aus Hamburg, musste mir erstmal das breite A in irgendeiner Form abgewöhnen. Habe ich dann geschafft. Und habe da sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt in Essen. Und den Pott und das Revier sehr ins Herz geschlossen. Ich lebte da sehr nah an dem Rüttenscheider Markt, ein sehr bekannter Markt. Und bin dann morgens, am Samstagmorgen, immer relativ spät auf den Markt gekommen. So die Vorstellung abends am Freitag und man ist noch ein bisschen so. Und dann bin ich also zu meinem Käsestand und wollte einen ganz bestimmten Käse haben. Und der war natürlich so gegen 12 nicht mehr da. Und da sagte mir die Frau am Käsestand: Wenn es richtig am Schmecken fängt, ist kein mehr da. Und da habe ich gedacht, hier bin ich richtig. Apropos Essen, weil Essen, Essen, ja, ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich esse wahnsinnig gerne, ist nicht immer zuträglich, obwohl zuträglich schon, aber nicht immer das, was man unbedingt will, wenn man am nächsten Tag vielleicht in einem T-Shirt-Kleid dreht. Und das war also als Kind schon so, also nicht das T-Shirt-Kleid, sondern als Kind hatte ich schon die Passion sehr gerne, deswegen war ich auch eher so. Und da war ich mal in der Schule, naja klar, war ich in der Schule, aber da gab es ein Schulfest und da spielten wir Charade. Und da sagte die Lehrerin: Wir teilen jetzt mal die Gruppen, zwei Gruppen. Die eine Gruppe muss raten, die andere Gruppe geht raus und stellt irgendetwas dar, ein Sprichwort. Und ich war also natürlich in der Gruppe, die rausging. Und wir kamen wieder rein und hatten uns aufgefädelt auf eine Reihe und ich war ganz am Schluss. Und das zu ratende Wort, respektive der zu ratende Spruch, war: Das dicke Ende kommt zum Schluss. Und insofern habe ich zu den Begriffen Essen, Essen natürlich ein ganz spezielles Verhältnis. Aber ist auch wurscht. Jetzt mache ich Schluss und gehe einen Happen essen. Tschüss.